Bild mal wieder, Movie von mir. Es ist Montag früh und ich gehe gerade, ich habe Facebook gemacht, YouTube gemacht, nicht YouTube, Facebook, Instagram und TikTok, ich komme da auseinander. Und dann habe ich noch irgend so eine Business-Seite, aber ich habe alles beantwortet. Wir gucken mal raus. Was für ein schönes Wetter und jetzt haben wir hier, wie, ich kann das nur mal wieder betonen, mir gefällt es, wenn die Bäume weg sind. Es ist natürlich hier so, ich kenne das eigentlich, ich habe auf dem Roten Berg gewohnt, das sah fast so ähnlich aus, da grüßt man sich mal, unterhält sich mal, aber hier ist immer alles so ein bisschen komisch. Jeder zieht die Gardinen zu, jeder will nicht gesehen werden. Aber was soll's, die Leute sind so, alles kein Problem. Ansonsten bin ich jetzt YouTube nochmal durch. Die Zuschauerfragen, beziehungsweise Tipps, Antworten. Und die werden wir mal durchgehen. Als erstes, Kaffee. Ansonsten werden wir mal langsam durchgehen. Ich zeige euch das gleich, aber alles nach der Werbung. Kommt ja so selten. Ansonsten noch mal einen kleinen Vortrag, Nachtrag zur Werbung. Es ist so, die Werbung schaltet YouTube. Genau diese Werbeblöcke, nur sie setzen sie an einer verkehrten Stelle und ich setze nur an die richtige Reihenfolge. In demzufolge, ja, ist es so, wie es ist. Und für mich ist es ja nur leichter, wenn ich da immer einen Werbeblock reinmache, Eigenwerbung, und dann kommt die Werbung von YouTube. Dadurch, dass wir es jetzt richtig setzen, habe ich ein bisschen mehr verdient. Nicht viel. Aber es ist okay. Ansonsten werden wir mal die erste Frage durchgehen. Und zwar, oder nicht Frage. Mir hat geschrieben, egal jetzt, wenn du mal nicht mit deinem Sohn ins Gym kannst, wegen Erkältungsgefahr durch Klima, empfehle ich Calisthenics. Eigentlich braucht man nur Körpergewicht und zum Trainieren. Ich zeig's dir mal. Ich habe es gerade gegoogelt und habe, ja, ich bin hier schon wieder stehen geblieben bei, was möchtest du, schwache Brust, dünne Arme, Bierbauch, dünne Beine. Da bin ich schon wieder am Zweifeln, weil ich habe alles eigentlich, also ich habe für mich dicke Arme, keine schwache Brust, kein Bierbauch und die Beine sind auch normal. Also, es ist so, ich habe das jetzt immer mal wieder rausgehört, dass es auch einige Leute gibt, die das verkehrt verstehen. Es ist so, ich gehe alleine ins Fitnessstudio. Weil irgendjemand hat auch geschrieben, dass es unverantwortlich ist, wenn ich Otto mitnehmen würde. Es ist im Prinzip so, ich gehe alleine ins Fitnessstudio und trainiere alleine. Wenn Otto mal frei hat oder keine Schule hat oder weiß ich was, dann nehme ich ihn natürlich mit. Allerdings trainieren wir, ich trainiere alleine im Schnitt eine Dreiviertelstunde, da sitzt er draußen auf der Couch und entweder spielt er mit den Damen oder er guckt YouTube. Und dann so die letzten 10 Minuten, da kommt er mal mit rein, da geigelt mal rum. Meistens, die haben so, ja, wie Pratzen da, wo man ein bisschen trainieren kann. So. Wo man ein bisschen trainieren kann, aber er nimmt keine Gewichte und stemmt Gewichte. Und wenn, man kann das mit 5 Jahren machen, das ist eigentlich kein Problem, wenn er da eine Kilohantel nimmt und ein bisschen Bizep macht. Und man weiß, wie man es macht, dann ist alles in Ordnung. Ich empfehle zum Beispiel
sich hier davor zu stellen. So, Kerzen gerade, das alles schön im Tabako und im Lotus, und dann kann man leicht mit einer Kilohantel dreimal hin und her trainieren, da wird er keinen Schaden davon kriegen. So, ansonsten ist es so, nach der Werbung. Dass, wenn wir leicht erkältet sind, ich eigentlich gar nicht für Training bin. Man sollte, wenn man erkältet ist, die Erkältung auskurieren, weil es kann sein, dass man auch bei Erkältung später mal, wenn man das nicht auskuriert und dann trotzdem immer wieder Sport macht, dass es später mal Probleme gibt, Herzprobleme oder sonstiges. Deswegen gehen wir da gar nicht. Und ja, es ist im Prinzip auch so, ich zeige euch das mal, ich weiß schon, was ich immer machen muss. Hier haben wir ja unseren Boxsack und hier ist ja mein ganzes Trainingszeug. Und da haben wir hier ein paar Handeln liegen. So, also, alles nicht so wild, alles nicht so schlimm. Ich freue mich trotzdem über den Tipp. Ich werde mich da nochmal durchwühlen, allerdings... Ja, wie gesagt, das sind so fertig gemachte Sachen, da weiß ich jetzt gar nicht, was soll ich da jetzt reinschreiben. Da geht's schon los. Also, in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir mal die nächste Frage an. So, dann hat mir noch jemand geschrieben, dass ich das mit einer Kniebandage probieren soll. Ich muss immer wieder dazu erwähnen, dass ich ADHS habe. Und jetzt bin ich froh, dass du mir das auch schreibst. Hier ist die Kniebandage, aber ich vergesse es immer. Ich werde es jetzt so machen, weil ich das immer vergesse, werden wir diese Binde jetzt hier reinstecken. So, und somit rechts. Und somit vergisst du es nicht. Ich kann nur sagen, danke, dass du mir das geschrieben hast. Aber es ist echt so, dass ich... Ja, ich stand dann wieder in Bad am Nack und denke, ach, Binde vergessen. Es ist so, dass es mir gar nicht weh tut, nur wenn ich da die abschüssig laufe. Und jetzt, wie gesagt, wenn ich die Knie nachts übereinander lege, wenn ich das linke Knie auf das rechte lege, da tut es nachts weh, deswegen habe ich mir jetzt hier so ein Kissen. Und jetzt tue ich das Kissen immer dazwischen. So. Wir werden mal zur nächsten Frage gehen. Ist aber ganz schön dunkel hier. Moment. Also hier haben wir die Frage, das ist eine längere Frage und eine sehr schwierige Frage, weil die kann man so, denke ich, nicht einfach beantworten. Falls man fragen darf, bist du eigentlich krankenversichert? Und wenn ja, lohnt es sich trotzdem in Thailand zu leben im Vergleich zu einem günstigen europäischen Land? Also ich habe eine Krankenversicherung. Es gibt da hier verschiedene. Ich habe letztes Jahr gewechselt. Ansonsten, ja, was soll ich dazu sagen? Werbung! Also zu der Frage, ob sich das lohnt, ich denke ja, aber ich würde eben sagen, es kommt darauf an, das ist spezifisch immer von Person zu Person verschiedentlich. Ich weiß zum Beispiel, dass viele hier mit der Hitze nicht klarkommen oder dass viele doch lieber in Europa wohnen, weil man muss echt sagen, dass das... Die Krankenversicherung ist ganz okay, es gibt zwar so ein paar Sachen, wie Zähne sind nicht drin und Augen sind nicht drin. Voruntersuchungen werden auch nicht bezahlt, jedes Mal, wenn ich zur Krebsuntersuchung muss, muss ich selber bezahlen und. Das sind so Sachen wie mit dem Knie, das ginge wieder, aber ich muss es im Vorfeld zahlen und dann ist es schwierig. Ansonsten kann man die Frage so, denke ich mal, gar nicht beantworten. Es ist schon billiger hier.
und schöner, aber das kommt auf die Person selber drauf an. Wie ich zum Beispiel, ja, mir gefällt das einfach, frühs aufstehen, ich habe ja nur so ein Höschen an, zack, kein Schlüpper, zack, Flipflops und losgefahren mit dem Moped. Und das kann ich das ganze Jahr machen. Ich mag keine Kälte zum Beispiel. Und demzufolge lohnt sich schon. Es ist zwar immer noch ganz schön teuer, aber im Gegensatz zu Deutschland denke ich doch ganz schön billig. Allerdings kommt es hier immer drauf an, was du machen willst. Willst du Party machen? Willst du feiern? Willst du lieber auf dem Dorf leben? So, dass man das so nicht beantworten kann. Es ist auch immer ganz schwierig, wenn mich Leute fragen, wie viel Geld bräuchte ich? Weil man das ist wie beim Kraftsport. Ich kann einen Trainingsplan nur für diejenige Person machen. Ich kann keine Trainingspläne zum Beispiel rausnehmen für alle, weil alle anderen Körperbau haben und. Und so ist das genauso mit dem Leben hier. Ich bin natürlich hergekommen, eine Party um Yippie-Yay und feiern jeden Tag. Aber heute ist es schon so, dass es mir eigentlich egal ist. Du kannst mit sehr, sehr wenig Geld zurechtkommen. Wenn du auf dem Dorf wohnst, eine Frau hast, ein Haus hast, da kommst du mit 200-300 Euro aus, aber wenn du natürlich, wie ich jetzt in Pattaya wohnst, immer mal Party, immer mal ein Bierchen an der Bar, eine Massage, schön essen gehen, dann wird es natürlich ganz schön eng. Dann bräuchte man so ab 1000 aufwärts. So, hier, wir gehen nochmal in die Werbung, oder? Ich muss mal gucken, ich habe mich schon wieder verschwitzt. Also, ich glaube, Werbung. So, dann kam noch eine Frage auf. Ja, ich finde, wenn Bauarbeiter schon nicht arbeiten sollten, sie sich wenigstens noch lautstark unterhalten. Also, dann kam noch eine Frage auf, wir gehen mal ein bisschen rein. Ob ich schon mal was getrunken habe, blau Kau. Es ist im Allgemeinen so, wenn wir in Pattaya sind, also ich zumindest, ich trinke gar nicht, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich mache frühs mein paar Kilometer Rennen und dann dreimal in der Woche ins Fitnessstudio für Kraftsport. Ansonsten lebe ich hier ja, eigentlich enthaltsam und gesund. Ich habe Vitamintabletten da, also wir trinken im Schnitt, trinke ich 3-4 Liter Wasser am Tag. Allerdings entweder mit Elektrolyte zugesetzt oder mit Multivitamin oder Vitamin C oder was manchmal so Leute mitbringen aus Deutschland. Aber es ist so, dass die Vitamintabletten im Schnitt in Deutschland keinen Euro kosten und hier kosten sie über 3 Euro. So, anders ist es natürlich, wenn wir mal weggehen abends, wo wir zum Beispiel beim Fußball waren, da machen wir es im Schnitt so, dass wir eine Sprite bestellen und ein Bier, dass Otto die Sprite trinkt, der trinkt ja nur die Hälfte von der Sprite und ich mache mir theoretisch einen Radler. Also ich mache Bier halb mit Sprite. Also in dem Fall Viertel Sprite und 3/4 Bier. Aber weil wir immer mit Moped eigentlich unterwegs sind, da trinke ich ein Bier mehr nicht. Anders ist es natürlich in Bangkok. Für die Leute, die es nicht wissen, die Schwiegermutter hat ja ein Schnapsladen, also wir verkaufen dafür, drücke ich mich vorsichtig aus, für die nicht so guten Leute, und das ist Nali, und ja, wenn ich in Bangkok bin und weiß, Otto ist gut behütet und er ist beschützt, er ist bei der Mutti oder bei der Oma, und ich gehe
abends mal dahin, das trinke ich auch manchmal, ja, dann trinke ich natürlich Alkohol. Es ist natürlich auch so, dass die Leute immer mit mir trinken wollen und mich dann einladen. Und dann trinke ich schon mal 3, 4 oder eine Whisky-Cola gegen richtigen Weed-Joint, habe ich auch nichts dagegen, die rauche ich auch mal. Also, das ist aber immer nur mal einmal im Monat vielleicht, wenn überhaupt, und dann haben wir nur einen Tag. So. Ansonsten, wie gesagt, lebe ich hier völlig gesund, völlig easy, mache halt Sport. Und ich möchte nicht, dass mich Otto hier, ich will für Otto ein Vorbild sein. Der kann das später selber entscheiden, ob er Alkohol trinkt oder nicht. Wir trinken hier gar nichts, wir haben auch nichts zu Hause. Wir haben hier, ihr könnt es hier sehen, meinen Wasservorrat. Das ist mein Wasservorrat für ein paar Tage. Dann haben wir hier noch die Soda ab und zu. Und ansonsten, wie gesagt, Elektrolyte und immer gesund. Otto hat Milch, im Schnitt Vollmilch. Und manchmal kaufen wir Schokomilch. Und ja, wir ernähren uns hier völlig gesund. In dem Sinne würde ich sagen, falls euch meine Movies gefallen, gerne, das kommt eigentlich am Anfang. Also würde ich sagen, bleibt gesund, bleibt munter, treibt Sport und werdet alle glücklich. Bis sie da, euer Tattoo-Man. Bye, bye. Hallo, Leute. Das neue Video geht da. Oder zum Abonnieren da. Ja. Und das andere Movie da. Ja. Oder was da. Oder was da. Oder da. Oder da. Ja, irgendwo, da ist es. Oder neues da. Movie. Oder da. Bitte auf Abo drücken und alle glücklich werden. Yeah. Und nicht vergessen, Abo. Abo. Abonnieren. Naja, irgendwo. Abo.